Hallo, ich stehe hier gerade im Fotolabor von der CT Digitale Fotografie und habe zwei Smartphones dabei, die beide jeweils eine Dual-Kamera einsetzen. Und beide nutzen diese Dual-Kamera, um digital zu zoomen, allerdings auf ganz andere Art und Weise. Welche besser ist, die von Huawei oder die von Apple? Das wollen wir in diesem Video klären. Bleibt dran! Wie eingangs schon gesagt, haben das iPhone 7 Plus und das Huawei Mate 9 jeweils eine Doppelkamera auf der Rückseite. Das iPhone 7 Plus hat dabei zwei Kameras mit unterschiedlichen Brennweiten, nämlich 28 und 56 mm im Kleinbildäquivalent. Zoomt der Nutzer nun vom Weitwinkel ausgehend in das Bild hinein, setzt das Smartphone zunächst auf das Bild der 28 mm Kamera und vergrößert hier ganz traditionell digital. Sobald der Bildwinkel der 56 mm Linse erreicht ist, kann man hier dann aber auch umschalten und mit dem iPhone in das andere Bild hineinzoomen, das mit einer optischen Vergrößerung aufgenommen wurde. Das Huawei Mate 9 setzt dagegen auf zwei Kameras, die jeweils die gleiche Brennweite von 27 mm im Kleinbildäquivalent haben, aber unterschiedliche Auflösungen. Neben der 12-Megapixel RGB-Kamera gibt es hier nämlich noch eine 20-Megapixel Schwarz-Weiß-Kamera, die auf eine Bayer-Maske verzichtet. Zoomt der Nutzer nun in das Bild der 12-Megapixel-Kamera hinein, dann unterfüttert das Mate 9 das Bild mit den Helligkeitsinformationen der 20-Megapixel-Kamera und soll so die Auflösung und die Bildqualität aufrechterhalten. Nutzt man dann den Zoom der beiden Smartphones im direkten Vergleich, dann müsste sich die Bildqualität eigentlich so verhalten, wie es der Huawei-CEO Richard Yu auch bei der Vorstellung des Mate 9 in München mit Hilfe eines Diagrammes gezeigt hat. Das Auflösungsvermögen des Mate 9 nimmt hier langsam, aber kontinuierlich ab. Das iPhone 7 Plus hingegen verliert schneller an Auflösung, da die Weitwinkelkamera ja nicht durch zusätzliche Detailinformationen unterstützt wird. Beim Umschalten auf die andere Kamera gibt es dann wieder einen Qualitätssprung nach oben und das Mate 9 wird überholt. Und tatsächlich, beim Labortest kommen wir auf ein ganz ähnliches Ergebnis wie Huawei. Bei uns gibt es sowohl für das Mate 9 als auch für das iPhone 7 Plus je zwei Kurven, da wir die Auflösung in der Bildmitte und in den Bildecken getrennt gemessen haben. Die beiden Kurven vom Mate 9 verhalten sich auch so, wie es zu erwarten war und wie es Richard Yu auf der Pressekonferenz ja auch prognostiziert hat. Die Auflösung fällt mit zunehmender virtueller Brennweite immer mehr ab. Bis zur zweifachen Vergrößerung hält das Mate 9 die Qualität sehr gut aufrecht. Bis hierhin lässt sich der Detailverlust des RGB-Bilds auch eben noch sehr gut mit den Informationen vom 20-Megapixel-Sensor kompensieren. Bei stärkerer Vergrößerung nimmt die Bildqualität dann jedoch rapide ab. Beim iPhone 7 Plus sieht es ähnlich aus, wie von Richard Yu prognostiziert. Nachdem das Apple-Handy in das Bild der Weitwinkelkamera ohne weitere Unterstützung hineinzoomt, nimmt die Bildqualität zunächst schneller ab als beim Mate 9. Einen Ausreißer gibt es hier dann allerdings. Kurz bevor das iPhone 7 Plus bei steigender Brennweite auf die zweite Kamera umschaltet, steigt die Auflösung wieder an, zumindest in der Bildmitte. Apple konnte uns auf Nachfrage leider nicht sagen, woran das liegt und ob hier möglicherweise das Foto der Weitwinkelkamera mit Details aus der Telekamera unterfüttert wird, um die Detailwiedergabe zu verbessern. In den Bildecken jedenfalls fällt die Auflösung weiter ab. Sobald das iPhone 7 Plus dann endgültig von der Weitwinkel auf die Telekamera umschaltet, steigt die Auflösung logischerweise sprunghaft an und zieht am Mate 9 vorbei. Bei noch stärkeren Vergrößerungen, da bleibt das Apple-Smartphone dann vor dem chinesischen Konkurrenten. Auch das ist verständlich, ist hier schließlich das Potenzial des 20-Megapixel-Schwarz-Weiß-Sensors schon erschöpft. Soweit die Ergebnisse des Labortests, was das Auflösungsvermögen angeht. Neben der reinen Schwarz-Weiß-Auflösung spielt bei der Bildqualität allerdings auch noch die Farbauflösung eine richtige Rolle. Und diese wurde leider weder in dem Chart von Richard Yu noch in unserem Labortest abgebildet. Allerdings gibt es hier auf unserem Testchart ein paar kleine Flächen, bei denen sich diese Größe ebenfalls ganz gut veranschaulichen lässt. Hier zeigt sich zunächst ein ganz ähnliches Bild wie bei den vorherigen Aufnahmen. Im Weitwinkel sind die beiden Telefone relativ gleich auf. Bei zunehmender Brennweite lässt die Qualität beim iPhone 7 Plus jedoch stärker nach als bei Huawei. An dieser Stelle muss ich allerdings sagen, dass mir die Farbkontraste bei den einfarbigen Flächen bei Apple besser gefallen. Bei den bunten Farbflächen liegt Huawei dann aber deutlich vorne. Ab dem Moment des Umschaltens auf die Telekamera ist dann beim iPhone 7 Plus wieder ein Anstieg der Bildqualität zu verzeichnen, während das Mate 9 ab hier in zunehmendem Maße nachlässt. Der Sprung von einem Brennweitenäquivalent von 54 auf 79 mm geht mit einem starken Detailverlust einher, der alle hier abgebildeten Testpatterns von einfarbig bis bunt betrifft. Das iPhone dagegen schlägt sich hier noch sehr ordentlich. Außerdem haben wir auch noch einen weiteren Testaufbau fotografiert, von dem ich euch hier jeweils einen 100% Ausschnitt zeigen möchte.
Zunächst ist hier das Huawei Mate 9 an der Reihe. Hier ist gut zu erkennen, wie die Bildqualität ebenfalls mit ansteigender Brennweite von Aufnahme zu Aufnahme nachlässt. Auch hier fällt auf, dass ab 54 mm, also ab dem zweifachen Zoom, die Detailwiedergabe deutlich einbricht. Pixelfetischisten werden beim iPhone 7 Plus bereits bei 37 mm Brennweite ein Nachlassen der Abbildungsleistung feststellen, beispielsweise bei der Beschriftung auf der Leiterplatte. Allerdings gilt auch hier, die Bildqualität ist nicht signifikant beeinträchtigt und man darf nicht vergessen, dass es sich hier bei den gezeigten Aufnahmen eben um 100% Vergrößerungen handelt. Beim Umschalten auf die Telekamera ist dann wieder eine Verbesserung der Detailwiedergabe sichtbar. Die Bildqualität lässt hier dann bei weiterer Vergrößerung allerdings schneller nach als bei der Weitwinkelkamera, was unter anderem an der f2,8 Blende liegen dürfte. Wie groß bzw. wie klein die Unterschiede sind, das wird dann auch noch einmal bei verkleinerter Betrachtung deutlich. Hier seht ihr zunächst die Aufnahmen aus dem Huawei Mate 9. Wir haben jeweils die Fotos von ihrer Originalgröße auf eine Breite von 1920 Pixel skaliert und dann unten und oben abgeschnitten, um auf 16:9 Format zu kommen. Die dann gewählten Ausschnitte repräsentieren jeweils also die auf Full HD herabskalierte Bildqualität. Wie beim Apple Smartphone ist auch beim Huawei Mate 9 erst bei sehr hohen Brennweiten ein deutliches Nachlassen der Bildqualität festzustellen. Allerdings fällt hier beim Mate 9 bereits bei 79 mm eine leichte Verschlechterung auf, während das iPhone 7 Plus hier noch eine weitgehend stabile Abbildungsleistung bietet. Bei verkleinerter Betrachtung ist beim Apple Smartphone auch kaum ein Sprung von der Weitwinkel auf die Telekamera sichtbar. Und schließlich haben wir mit dem iPhone 7 Plus und dem Mate 9 auch in der echten Welt fotografiert und die Ergebnisse verglichen. Bei den hier gezeigten Ausschnitten handelt es sich jeweils wieder um 100% Vergrößerungen. Im Weitwinkel ist die Detailwiedergabe bei beiden Geräten auf einem Niveau. Bei diesem Motiv fällt allerdings auf, dass das iPhone 7 Plus ein deutlich kontrastreicheres Foto liefert. Bei jener Brennweite, wo das iPhone 7 Plus auf die zweite Kamera umschaltet, ist ein leichter Vorteil für das iPhone 7 Plus sichtbar. Um die Unterschiede zu sehen, muss man die Bilder aber schon stark vergrößert betrachten. Hier ist auch noch einmal die Bildqualität zu sehen, die das iPhone 7 Plus bei dieser Brennweite mit der ersten Kamera liefert. Falls ihr euch wundert, die Brennweite ist dann höher als bei der Telekamera, weil wir unter Verwendung der ersten Kamera ins Bild hineingezoomt und nicht auf die zweite Kamera umgeschaltet haben. Und auch beim dritten Bilderpaar bei Brennweiten, wo wir im Labortest recht deutliche Unterschiede feststellen konnten, muss man die Aufnahmen schon bei voller Vergrößerung betrachten, um wirklich einen Unterschied zu sehen. Unterm Strich geht für mich aus diesem Test gar kein so klarer Sieger hervor, wie ich es mir eigentlich gewünscht hatte. Das iPhone 7 Plus hat bei hohen Brennweiten die Nase vorne und zeigt hier wieder einmal, dass ein echtes Teleobjektiv einfach sehr schwer zu schlagen ist. Und selbst wenn das Mate 9 die Detailauflösung bei steigenden Brennweiten noch recht gut aufrechterhalten kann, gehen dann irgendwann einfach die Farbinformationen aus und gerade bunte Motive werden unansehnlich. Andererseits bietet das Mate 9 bei niedrigeren Brennweiten Vorteile. Der zusätzliche 20 Megapixel Schwarz-Weiß-Sensor erhält hier vergleichsweise viele Details. Ein weiteres Plus bei Huawei ist das intuitive Verhalten der Kamera. Für den Nutzer ist es nämlich leichter zu verstehen, dass mit zunehmendem Zoom die Bildqualität immer weiter abnimmt. Beim iPhone 7 Plus dagegen nimmt sie erst ab, dann wieder zu und dann schließlich wieder ab. Und das ist einfach weder selbsterklärend noch praktisch, aber fairerweise muss man sagen, dass die nachlassende Bildqualität auch nur unter der Lupe zu erkennen ist. Daher möchte ich jetzt abschließend von euch wissen, welche der beiden Lösungen hättet ihr gerne in eurem nächsten Smartphone? Ich freue mich auf eure Kommentare.